Resident Evil 4. Ah! Ach! Mich einfach so zu überfallen, ich hab's gesagt, echt. Puh. Oh, Geschenk. 1800, 2000, 1500. Geht. Auf leicht wäre das Ding jetzt nicht runtergekommen. Na gut. Also hier meinte ich, als ich das erste Mal gespielt habe, hier will jetzt irgendwie was aus der Band kommen oder so, aus dem Grund kommen, irgendwie so eine Schlange oder sowas, aber dem war nicht so. Und hier kommt jetzt auch nichts runter, weil was auf leicht schon nicht kommt, das kommt auch nicht auf normal. Oder? Irre ich mich jetzt? Ich hoffe nicht. Nee, sieht nicht so aus. Ja, wo ist denn dann hier? Ist hier was in den Dingern drin? Ne. 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 Das nehme ich an. Gewinnung ist immer gut. Dann muss ich hier was wegmachen im Video. Ich hasse das, wenn jemand online oder offline geht und ich sollte mich wirklich mal wieder abmelden, wenn ich was aufnehme. Das wäre vielleicht besser. So, hier ist der Sinn, erstmal diesen Dinge hier zu fahren. Schade, wir können nicht hier rübergehen, einfach nur die Dinge mit dem ablaufen. Aber ihr seht schon da vorne. So. Dann werfen wir das Ding mal an. Und wichtig ist, in den hinteren Waggon einsteigen. Der ist am sichersten. Runter. Jetzt langsam zu viel, also holen wir die Spritze raus. In the face. Weiter von erstmal. Ich bin sogar peripher egal und ich sehe schon wieder Dr. Salvador. Kann es sein, dass der wieder Praxisgebühr verlangt? Habe ich den Schalter tut, wollte ich gar nicht. Kann der Doktor mal sterben davon, ne? Was macht ihr in meinem Waggon?
Noch einer von denen. Ist hier irgendwo was umsonst oder so? Kommt mir das langsam vor. Irgendwas muss ja hier irgendwie gut sein. Ich weiß ja auch, was es ist. Okay, war das schon. War das schon. War das das schon? Okay. Ja. Ah. Okay. Ich muss was nehmen. Ja gut, nehmen wir das Große. Nehmen das Große. So, jetzt kommt die Action-Szene, glaube ich. Mal gucken, was ich drücken muss. Na, wir schaffen's. Jawohl. Leon hat, Gott sei Dank, gute Oberarme. Deswegen er das mit Leichtigkeit macht. Jetzt wollen wir erstmal das. Wir haben viel verschossen von der Munition. Wir haben eigentlich gar keine mehr davon. Ja, dann kann man auch mal das Ganze jetzt nachladen. Die Pistole ist nämlich so weit nachladen. Damit wir den Koffer ein bisschen aufräumen. Die ist nicht mehr voll. Die wird nicht mehr voll. Das Sturmgewehr wird auch nicht mehr, oder? Haben wir 12 war es voll? Nee, ich glaube 16 konnte das oder sowas aufnehmen. Na gut, wir haben jetzt nur noch Munition für die Magnum. 13 Stück und da haben wir 23. Und ein bisschen was für die Pistole. Sonst ist alles weg. Nur wegen so einer scheiß Mine und so. Und den Red Dorn wird dafür unten. Aber wir sind soweit durch mit der Mine. Glaub ich zumindest. Und hier hängt was. Opfergestein. Schön. Mal gucken auf die Karte. Okay. So, jetzt haben wir alles. Dann können wir aufklettern. Kommen hier wieder raus. Da liegt Geld. Immerhin 1800. Wie sieht das? Und dann können wir jetzt dem Löwen den Opferstein geben, oder? Will er was anderes haben? Sie ist verschlossen. Was für ein Wunder. Ja, die darf er haben, die Opfergabe. Mehr habe ich nicht. Leuchtet schön um. Das gibt es ja sonder. Ein Aufzug. Na gut, okay. Dann betätigen wir den mal. Und wir haben ein Kapitelende. Kapitelende 4/3. 71%. Tatsache. Dann speichern wir mal ab. Oder nee, dann können wir gleich nochmal speichern. Dann lassen wir es erstmal hier. Und wir fahren hoch. Und dann sind wir hier. Ja, da liegt erstmal Munition. Deswegen unser Munitionsvorstand wieder über 50 ist. Zwar nicht viel, aber er ist über 50. Das müssen wir. Das müsst ihr mit Neidlos anerkennen, dass er über 50 ist. So, jetzt müssen wir uns in Ordnung betreiben. Kennt mich. Ich bin ein Freund gut aufgeräumter Inventare. Habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und immer nicht. Und immer schön. Immer nicht vergessen, immer schön dran denken. Brandgranaten gegen Garadors und böse Bürgermeister sind die ein echter Renner. Ich mache mir jetzt eigene Ecken hier irgendwie. Also Heilzeug kommt alles hier. Scheiße, okay, wollte ich noch nicht, aber okay. Alles hier unten hin.
Und Granaten hier in die Ecke. Sofern nicht Munition da ist. Munition hier neben die. Ich könnte eigentlich. Nee, geht nicht so richtig auf. Na gut, nehmen wir sie da hin. Okay. Hier habe ich halt das Zielrohr und die Schulterstütze. Okay. Und würde ich mal sagen, bedanke ich mich, dass ihr auch diese Folge wieder dabei wart bei Let's Play Resident Evil 4 in HD. Und ja, freue ich mich dann, euch das nächste Mal auch wieder zu begrüßen. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 in HD. Jo, es geht weiter. Und zwar... sehr schnell. Erstmal Kisten zertrümmern, weil das unser Auftrag ist. Oder Phasen in dem Fall. Und dann können wir erstmal gucken, was hier oben ist, weil das vielleicht notwendig ist. Nichts. Ist auch was. Hier. Springen wir nach unten. Was ist das denn? Ein Riesensalazar. Natürlich in Stein gemeißelt. Ein Hebel? Wofür ist denn der? Na egal. Kann es ja egal sein. Wir gehen mal hier durch. Dafür ist der Hebel, okay? Oh, die Stadt bewegt sich sogar. Diese Penner. Ah, da ist er ja. Ich stand vor mir, als ich ihn gesehen habe, also echt. In eure Manieren gelernt. So, du bist auf jeden Fall erstmal tot hier. Und Gewehrmunition können wir immer brauchen. Noch mehr von denen? Könnte es mir zumindest denken. Wenn wir gerade dabei sind, Munition sowas, was haben wir denn dann noch übrig? Nicht viel auf jeden Fall. Ah. Na? Bist du tot? Guck mal da. Ihr könnt alle wieder runter, wenn ihr wollt. Der hat irgendwie langweilig, der Typ da vorne. Statt schon wieder mal besuchen, aber wenn ihr nur Magnum liegen lässt, dann habt ihr wahrscheinlich nicht viele Freunde. Okay. Kann ich unter anderem auch verstehen dann. Wenn der Maskentyp mal kommen würde, hätte ich aber wieder was zu tun. Und der mal rüber da? Da muss ich erst rüberkommen zu ihm.
Ich komme, um dir zu helfen. Ach so, okay. Und das hat nur TNP-Munition umfliegen. Das kann mir eigentlich egal sein. Hat er noch. Haben wir gleich mal nachladen, die TNP. Wenn das auch liegen lässt, da die Munition. Dann soll mir das recht sein. So angreifen, mag ich die nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich einen anderen Sinn von Humor als sie. Der ist aber geflogen. Aber nichtsdestotrotz kann ich dann mal ja gucken. Gut, dass wir auch keinen Fallschaden davon tragen. Sind zwar hier riesige Gefallen und Ende, aber wir tragen keinen Fallschaden davon. Das ist nicht gut. Das finde ich lustig. Man kann diesen Raum auch verkehrt machen, so wie ich finde, also sich mit den falschen Leuten bzw. anlegen. Den Spinel zum Beispiel können wir jetzt nehmen. Dann können wir hier erst schon den ersten Hebel drücken. Gut, das hilft uns nicht so viel, sobald wir den zweiten nicht erwischen. Da drüben sind komische Säcke. Kurz auf einer Pause, Moment.